Wir machen weiter mit Drone Swarm, mit dem Drohnenschwarm. Preview Live Let's Play auf Twitch, beziehungsweise Aufzeichnung auf YouTube, WB Writing Bulm. In der Playlist sage ich den YouTube-Zuschauern gerne jedes Mal, dort oben eingeblendet einen Button, da kommt man auf die Playlist drauf und kann viele Videos finden zum Spiel, unter anderem auch solche mit Entwicklern gemeinsam, die ich aufgezeichnet habe. Wir gehen gleich mal rein und machen hier in der Kampagne weiter. Das Ganze ist ein Preview-Bild, eine Preview-Version, also ab Release am 20.10. wird das Spiel natürlich dann auch auf Deutsch sein und wird auch den ganzen Umfang beinhalten und nicht nur den kurzen, den wir jetzt haben. Auch das Balancing wird sich noch verändern. Wer weiß, ob das Interface dasselbe gleich wird, sein wird. Das ist ganz normal. Und mal gucken, vielleicht wir arbeiten hier auch noch an der Performance, mal schauen. Das ist das, was wir neu freigeschaltet haben. Cannonball, eine Kugel, eine Kanonenkugel. Wir können unsere Drohnen einsetzen, um mit kinetischer Wucht Objekte zu schubsen, aber zu beschädigen, vielleicht auf andere zu schubsen im Weltall. Schauen wir uns gleich mal an. Gehen wieder rein in den Navigationsbildschirm und in die Übersicht auf Strategieebene. Machen gleich mal weiter. Und hier, wir können weitergehen nach Crossroads. Es gibt Missionen auf der Strategiekarte, die sind story-relevant. Und es gibt solche, die werden einem optional angeboten, um sich erstmal hoch zu skillen, um XP zu bekommen, die XP einzusetzen und so weiter und so fort. Wir gehen erstmal hier hin. Ein Klick auf das kleine Symbol zeigt uns an, was uns dort erwartet. Nämlich ein neues Teil für unser Raumschiff, für unser Mutterschiff, ein Interface, um Alien-Technologie adaptieren und unserer Technologie hinzufügen zu können. Da gehen wir mal drauf und ihr seht auch oben, was sonst noch hier uns erwartet. Das Bedrohungslevel 1, die Gegner werden noch nicht ganz so schlimm sein. Und einfach rein. Und es gibt auch keine so großen Besonderheiten in dem System. Manche Systeme spielen sich grundlegend andere als andere. Kommt alles noch. Ein Schritt nach dem anderen. There's a cargo container stranded on the other side of this asteroid field. If we carefully push it towards the Argo, we might be able to retrieve it. Jetzt ist das ist keine Kampfmission. Jetzt holen wir uns etwas dazu. Wir sollen einen Container versuchen zu finden. Und dafür können wir hier das Neue, diese Kanonenkugel einsetzen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir können euch direkt auf die feuern, dann wird die rübergeschoben. Wir können die versuchen hier durchzubuxieren. Hier muss sie hin. Wir können auch vorher, allerdings wird die dabei ein bisschen beschädigt. Ich vermute mal, dass man diese großen Riesen Kometen oder Asteroiden sind es eher, dass man die nicht wegschießen kann. Wir versuchen es einmal. Ich guck mal mit Kanonenkugel, ich zeichne ihr mal ein, ob man das hier wegschubsen kann. Die laden sich jetzt auf, sobald sie vor Ort sind. Das geht bis 10.000 Drohnen. Lassen wir die los, feuern hier dagegen. Aber bewegt haben wir es, glaube ich, nicht. Ne? Später kann man das auch verbessern, dass es nicht nur 10, sondern vielleicht 20.000 sind. Wir suchen nochmal, ob das geht. Komplett aufgeladen. Jetzt füllt sich das vor Ort. Lassen noch einmal los und zack. Da passiert überhaupt nichts. Sie werden zwar nicht beschädigt, aber es klappt nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin und versuchen, die hier durch zu buxieren. Genau hier durch. Mal gucken, ob das klappt. So ein leichter Schubser. Ich mache die noch nicht mal komplett voll. So ein leichter Schubser erstmal nur, damit er nicht richtig beschädigt wird. Ein bisschen bewegt er sich jetzt vorwärts zum Ziel. Nochmal ein kleiner Schubser. Ich versuche, den am Rand zu erwischen. Nur 6.000. Der darf nicht gegen den Komet, gegen Asteroiden knallen, dann wird das Teil vielleicht beschädigt. Das ging gerade mal gut. In die Zone müssen wir rein. Jetzt versuchen wir nochmal hier zu erwischen, am Rand. Daneben geschossen. Leichter Schubser hier rüber. Und jetzt haben wir es gleich. Ja, geschafft. Endlich mal etwas, was wir im ersten Anlauf geschafft haben. Sollen wir das mal untersuchen, was wir da bekommen haben? Wir bekommen jetzt dieses Interface, von dem eben schon die Rede war. Vier Tage, seitdem wir die Erde verlassen haben. Wir gehen wieder raus und bekommen das Alien Tech Interface. Wir können im Laufe der Zeit immer mehr Alien-Technologie adaptieren und hinzufügen und nutzen. Es gibt unterschiedliche Alien-Fraktionen in der Galaxie. Die habt ihr schon gefunden. Und mal schauen, wie wir mit ihnen gleich noch interagieren können. Das wurde auch automatisch hier hinzugefügt. Hier links seht ihr es.
Wenn man darauf klickt, wird einem das noch einmal ein bisschen genauer erklärt. Das ist automatisch installiert. Wir gehen wieder rein auf die Strategiekarte und gehen jetzt hier in die nächste Mission rein. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Der Bedrohungslevel ist hier 2, das heißt, die Gegner werden jetzt ein bisschen wuchtiger sein. Und wir können hier weitere Dinge freischalten. Verbesserte Verteidigung und Masse. Springen hier mal rein. System wird gescannt. Auf geht's. We'll jump right into an ongoing battle. With a bit of luck, they'll ignore us and we can scan for suitable planets without any interference. So, und wir stolpern direkt in, kommen in eine Schlacht rein zwischen anderen Fraktionen. Das nutzen wir mal, um sofort in den Kampf einzugreifen. Und die sind dem wohl etwas überlegen. Das heißt, wir versuchen hier erstmal, wir nutzen das, um die ein bisschen zu schwächen, damit der Kampf länger dauert zwischen den anderen. Vielleicht können wir hier sogar durchziehen. Der ist geschwächt. Achtung, wir müssen hier den Wall ziehen. Wir holen hier ein paar Drohnen weg. Das klappte gut. We have to be mindful of those heavy lasers. Ein dicker Zerstörer kommt herangeflogen, neuer Schiffstyp. Der braucht lange, um aufzuladen. Und der Laser fügt schweren Schaden zu und ignoriert unsere Schutzwelle. Wir müssen versuchen, ihn zu stoppen, ihn aus dieser Ladephase rauszubringen. Das heißt, es macht überhaupt keinen... Wir versuchen, ihn durch so eine Kanonenkugel zu stoppen. Oh. Laden die einmal aus. Und während der dann lädt, machen wir ein paar von den anderen Angriffen. Laden dann die Kugel wieder. Feuern sie ab. Und machen jetzt von den anderen Angriffen wieder ein paar. Laden jetzt wieder die Kugel, die Kanonenkugel. Schwächen ihn wieder. Und der kann sich selber reparieren. Ihr habt es eben vielleicht gesehen. Das heißt, wir können hier nicht ewig lang auf Zeit spielen. Wir müssen schauen, dass wir ihn gleich kriegen. Really? We don't even get a thank you? They're transmitting a signal to a nearby system. How about we check it out after we finish our scans here? Was ihr kaum ahnt, aber ich sag's euch mal. Wisst ihr, wie oft ich diese Mission geübt habe, bis die saß? Ich habe die ja im ersten Mal, ich habe mich gerade gar nicht wiedererkannt. Ich habe die zigmal schon probiert und immer wieder gescheitert und jetzt hat's geklappt. Also man muss sich irgendwie reinfuchsen, dann sieht's leicht aus. Ein Chat wird vorgeschlagen, ob ich mein Bild vielleicht nach rechts ziehe, aber ich finde das so, ich habe ja nur ein kleines Stück vom Lebensbalken weg. Ich glaube, so geht das. Rechts ist vielleicht irgendwas anderes nachher im Bild. Die ganze Zeit sich hin und her schubsen bringt ja auch nicht so viel. Und wir bekommen weiter XP für unseren Schwarm. Chaosusche schreibt, ich bin schon an dieser Mission 13 Mal gescheitert. Der Trick bestand darin, dass man den Wall nicht gezogen hat, weil der Wall, da schießt er sowieso durch. Sondern einmal stoppen mit Cannonball und dann diese kleinen Angriffe, um ihn zu schwächen, weil die Kanonenkugel reduziert kommen, Trefferpunkte bei diesem Schiff. Aber man braucht das halt, damit das Schiff nicht in die Offensive gehen kann. Also einmal den Ladezyklus unterbrechen, indem man einmal schwer drauf schießt, dann viele kleine Schüsse hinterher, um dem Schiff Trefferpunkte abzuziehen, dann wieder einen Cannonball-Einsatz, um das Laden der Geschütze zu unterbrechen und so weiter. Muss aber erstmal drauf kommen. Wenn man es einmal raus hat, dann klappt's. So, nächste Mission und jetzt stehen uns verschiedene zur Auswahl und wir gucken mal. Wir haben nur noch den einen Punkt hier, können aber im Augenblick noch für nichts nutzen und gucken mal, was uns hier angeboten wird. Weil diese gelben sind die Story-relevanten Missionen, die weißen die optionale. Das wird uns als Belohnung freigeschaltet, dass diese Welle, wenn man die hat, dass die einen auch, dass die auch wirklich ausbremsen, die Feinde. Das heißt, die prallen dagegen und kommen nicht richtig durch. Und das ist natürlich eine coole Geschichte.
Das habe ich bislang noch nicht ausprobiert. Ich habe das hier mal ein bisschen schon gespielt, da hatte ich aber das hier gewählt. Beide diese Beförderungen, wenn man sich die holt, verbrauchen einen Punkt und wir haben nur einen. Das heißt, wir müssen die Wahl treffen, was uns lieber ist. Ihr könnt mal selber im Chat auch posten, was euch wichtiger ist. Das hier wäre Deep Concentration. Das heißt, wir können die Angriffswucht unserer Drohnen verdoppeln. Dass wir in einen Angriff nicht nur 10, sondern 20.000 Drohnen reinstecken können. Das ist mehr so die brutale Wucht im Angriff. Das ist hilfreich. Ich habe beim letzten Mal das hier gemacht, aber ich denke, wir können auch das hier mal ausprobieren. Wir können auch beides machen, um XP zu bekommen und dann uns am Schluss für eines entscheiden. Ich fange mal hiermit an. Wir machen es mal in beiden Reihenfolgen. Ja, wir machen das hier mal. Wir machen mal Auros. Gucken mal, dass wir uns das hier bekommen. Springen hier mal rein. Ja, im Chat wird richtig gesagt, denke ich auch, dass das hier eine Defensive ist gegen Schwärme und das andere eine Offensive gegen einzelne schwere Schiffe. They say third time's a charm. Maybe this time we don't have to shoot them to survive. Und ich habe persönlich eher Probleme damit, wenn so viele wieselflinke Gegner immer herumtänzeln. Deshalb lieber diese Welle aufbauen. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert, damit gleich mal experimentieren, ob man Gegner vielleicht sogar so einsperren kann oder die immer wieder ausbremsen kann. Das Hauptproblem scheint bei uns, glaube ich, weniger zu sein, dass wir so dicke Pötte nicht aufhalten können. Wir engagieren uns, springen rein in das Gefecht und gucken, was passiert. Vor and Dashan technology. But look how disheveled everything appears. Die Schiffe Raider, Räuber, mit denen wir zu tun haben. Sehr zerbrechliche Schiffe, aber die wenig Schaden austeilen. Aber viele sind unschnell. Beginnen wir gleich mal mit ein bisschen Defensive hier. Oh, die kommen von allen Seiten. Mal gucken, ob wir die schützen können. Gegeneinander. Oh oh, ihr seht schon einmal hier Probleme. Oh, das hat ja super geklappt. Versuchen die immer gegeneinander zu schubsen. Ah, daneben! Das gibt's doch gar nicht. Boah, die versuchen echt. Jetzt schalten wir erstmal den aus, können dann die Welle kaputt machen. An hier einen neuen Wall. Hier einen und hier einen. Aber die tänzeln die Welle einfach aus. Man muss versuchen zu ahnen, wo die Wasch... Oh, jetzt haben wir so viele Welle gesetzt. Nein, ich bin im Defensivmodus. Deshalb hat das nicht geklappt. Ich hatte vergessen zu wechseln. Jetzt ziehen wir hier einen neuen Wall. Das gibt's doch gar nicht, nur weil ich mich eben verklickt hatte. Wir haben nicht mehr viele Trefferpunkte. Die Kanonenkugel einmal eingesetzt. Nochmal eingesetzt. Das saß und nochmal. Dann halten wir die auch. Voll ausgeladen. Surprisingly strong offensive for such a fragile vessel. So, factually aggressive junk? Das haben wir hinbekommen. Und wir bekommen jetzt eine Belohnung, Mann.
und können die jetzt das erste Mal auch einsetzen nachher. Wir haben ja einen Upgrade-Punkt bekommen, den können wir jetzt mal wollen, da rein investieren. 6 Tage vorbei, seitdem wir die Erde verlassen haben. Skillpunkte sind da, das ist der neue Skill, den wir bekommen. Unsere Welle verlangsamen oder stoppen komplett feindliche Schiffe, die versuchen durch sie hindurch zu fliegen. Die Drohnen verhaken oder verbinden sich miteinander und können Feinde halt austricksen. Das können wir jetzt confirmen, also einfach nur, wir haben das gelesen, Upgrade heißt, wir geben unseren einen Upgrade-Punkt dafür jetzt aus. Achtung. Hier ist es. Das war das hier, genau. Dafür geben wir jetzt diesen einen Upgrade-Punkt aus, aktivieren das und lernen diese Fähigkeit. Unsere Drohnen lernen das jetzt. Können das und der Punkt ist weg. Gehen zurück auf die Strategiekarte. Und jetzt holen wir uns hier, jetzt haben wir die zweite Mission noch hier. Und bekommen dadurch wohl auch irgendwelche, also keine Punkte. Wir können die nicht beide Fähigkeiten erlernen. Aber bevor wir weitermachen in der Story, machen wir erstmal diese optionale Geschichte hier auch. Rein in den Kampf. Das werden wir nicht haben gleich. Aber vielleicht später freischalten. Mal gucken. Again this rogue AI. Can't they comprehend that they are inferior to the swarm? Fighting us is futile. Und wir gehen rein in den Kampf gegen die Wars. FYI, there's a hazard cloud in the area. Watch out for it. And push the rogue ships in? Und da kommen sie schon. Und das ist ein fetter, dicker Kreuzer, der riesigen Schaden austeilen kann, aber lange braucht, bis er sich aufgeladen hat. Also so einer, wie wir ihn schon hatten. Das heißt, wir versuchen, den mal auszutricksen. Ich weiß gar nicht, ob das hier etwas bringt. Wir laden den mal komplett aus und versuchen mal, ob wir den vielleicht sogar vom Rand der Galaxie hinweg schubsen, also ob wir den auf der Karte runterschubsen können, weil das ist auch cool. Da sind die unter Umständen nämlich komplett weg. Aber das ist kaum Schaden hier. Wir machen dann ein paar normale Schäden hier. Ich verzichte sogar auf den Valier. Machen einmal komplett auf Offensive. Oh, das hat gerade gar nichts gebracht. Aufladen und... Hinten ist der Kartenrand. Vielleicht können wir ihn vom Kartenrand wegschubsen. Er kommt nicht zum Angriff. Er versucht sich aufzuladen. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Jetzt schwächen wir ihn nochmal so und jetzt kommen nochmal die Drohnen. Jetzt nochmal. Ach so, der hat ein Schild. Wir müssen die vielleicht von hinten angreifen. Trotzdem, wenn ich ihn von hinten mit der Kanonenkugel angreife, wird er nicht rausgeschubst. Vielleicht haben wir es. Da vorne ist der Kartenrand. Oh, ich komme zu spät. Ich muss früher hier, weiter unten. Da ist der Kartenrand. Eventuell haben wir es gleich geschafft. Wird er quasi ins All hinausgeschleudert oder von uns weg. Das simuliert dann das Verstiften gehen können. Ja, gleich haben wir es. Da ist es. Vorne einmal von hinten. Und ein letztes Mal. Kommt rüber! Kommt, beeilt euch! Jetzt! Und nochmal, bitteschön. Da ist der Rand, Achtung und... Ein über dieses Feld noch drüber schubsen. Jetzt gleich, kommt!
Geschafft! Ich wette, da haben viele Missionen. Nein, es ist wieder da! Ich hatte es schon mal weggejagt. Ich dachte, es wäre schon weg. Ich habe das die Mission so schon mal geschafft. Und? Und? Das gibt's nicht. Ich habe das so schon mal geschafft. Ich weiß es ganz genau. Immerhin haben wir das Schild. Guck mal. Was seht ihr? Wir haben das Schild weggemacht. Da lädt es sich wieder auf. Wir müssen echt aufpassen. Es heilt sich wieder aus. Was ein langer Kampf hier. Das Schild ist weg beim Feind. 90% oder 85% der Trefferpunkte sind noch da. Wir sitzen alles in die Offensive. Unterbrechen wieder. Wenn wir nicht lang genug gedrückt halten, sind zu wenig Drohnen unterwegs. Er lädt ja auf. Er wird nicht besser. Ich habe die Mission allerdings einmal schon. Jetzt lädt er wieder auf. Machen wir den Wall hier und schauen mal, ob das was bringt. Er hat ja gelernt, dass wir Feinde damit aufhalten können. Da müssten andere eigentlich durchfliegen können. Hoppla! Wir haben es geschafft. Und was ist jetzt? Weitere! Zweite Phase des Kampfes kommt. Oh Gott, hier kommt auch noch einer. Ein Mutterschiff. Oh nein, das ist aber heftig jetzt. Oh oh, das wird jetzt aber schwer. Gucken, ob wir die schubsen können. Vielleicht können wir die gegen unsere Wand schleudern. Denn die Wand ist ja... Wir versuchen, den zu schubsen gegen... Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Kollegen hier. Hier wieder eine Wand.
Oh, wir haben keine Trefferpunkte mehr. Nein! Nein! Oh nein! Mutterschiff vernichtet. Voll auf die Offensive konzentriert. Heftig! Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Versuchen wir gleich ein zweites Mal. Ein Stärkungstrunk. Heftig, heftig. Und wir gehen rein. Wir müssen die Schlacht neu starten. Ich glaube, das ist inklusive des ersten. Falls ihr Vorschläge habt für eine andere Taktik, sagt's bitte. Again this rogue AI. Can't they comprehend that they are inferior to the swarm? Fighting us is futile. Wir versuchen das jetzt mal mit Wänden zielen und mit der Kanonenkugel die Leute dagegen schleudern. Mal gucken, ob das geht. FYI, there's a hazard cloud in the area. Watch out for it. And push the rogue ships in? In der Hoffnung, dass das unsere Drohne nicht beschädigt. Das müssen wir mal rauskriegen jetzt. Also lange Zeit, bis er aufgeladen ist. So, dann machen wir eine Wand sogar witzigerweise hier. Eine hier. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier durcharbeiten können. Einer so. Mal gucken, jetzt versuchen wir den mal hier gegen die Wand zu schleudern. Mal gucken, ob das geht. Oh, die brauchen wir lange. Funktioniert das? Er wird auf jeden Fall ausgebremst, oder? Die Wand, glaube ich, weg. Die machen wir jetzt hier neu. Hier dagegen. Jetzt kommt die Kanonenkugel und es klappt, glaube ich, jetzt besser. Jetzt laden wir auf. Klappt das? Nee, wir müssen von hinten. Hinten sind keine Schilder. Versuchen wir es nochmal von hier. Wir haben kaum noch Trefferpunkte. Das ging schlechter als eben. Ich glaube, wir haben die Schüsse nicht verhindert, ne? Der hat von hinten keine Schilde. Ich habe es ja versucht. Aber wir haben die Schüsse nicht verhindern können. Eben war es erfolgreich. Versuchen wir gleich nochmal. Again this rogue AI. Can't they comprehend that they are inferior to the swarm? Fighting us is futile. Kann man den nicht umdrehen? Fragte René im Chat. Ach so, dass der in die falsche Richtung schießt. Das wäre eine witzige Idee. Das können wir mal ausprobieren. Da oben ist er. Das ist wieder der Kreuzer. Wir versuchen es erneut. So, wir ziehen wieder. Wir bremsen ihn hier aus. Wobei das eigentlich egal ist. Wir laden hier auf. Das geht ja schnell. Schubsen ihn zweimal weg. Dann kommt der Angriff von hinten. Mit 10. Die Wand mache ich weg. Wir haben nicht genug Power dafür. Das ist die Kanonenkugel. Schubst ihn vorne weg. Von hinten greifen wir ihn so an. Und ein zweites Mal. Und ein drittes Mal. Dann machen wir wieder den Kanonenkugelangriff. Die haben keine lange Flugdauer. Das heißt, es ist eigentlich in unserem Vorteil, den in der Nähe des Schiffes zu lassen. Ich habe das Gefühl, bislang hat das Schild alles abgefangen bei dem, ne? So lädt er schnell auf. Die Drohnen müssen nicht weit fliegen. Jetzt wieder ein Angriff von hier. Jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt hat er den ersten Schaden. Und zwar einen ordentlichen. Schaut mal.
Jetzt machen wir wieder die Kanonenkugel. Um dessen Angriff auszubremsen. Wir haben noch keinen eigenen Schaden erlitten. Dann machen wir wieder die Kanonenkugel. Jetzt wieder den Angriff von hinten. Und jetzt wieder die Kanonenkugel. Ja, gleich haben wir ihn. Jetzt wieder den Angriff von hinten. Und jetzt wieder die Kanonenkugel. So dicht wie möglich. Lassen wir ihn dabei. Gleich haben wir ihn. Jetzt hat er sich gedreht. Jetzt können wir ihn sogar so rum angreifen. So, und den haben wir. Und wir hatten kaum Verluste. Jetzt kommt Teil 2. Jetzt wissen wir schon mal, wie man den knackt. Jetzt kommen die vielen kleinen. Jetzt machen wir hier wieder eine kleine Wand. Nee, das ist Quatsch. Das nehmen wir wieder weg. Ich guck mal, ob ich die erwischen kann, alle auf einmal. Boah, das war's. Jetzt machen wir hier wieder eine Wand. Nee, jetzt machen wir einmal die Kugel hier, damit er nicht auf uns ballert. Hier brauchen wir eine Wand. Den versuche ich mal auf den drauf zu schießen. Und hier die versuchen wir, dass sie sich gegenseitig crashen. Oh, das klappt gut. Nee, da war es wieder. Oh, super. Das klappt ja. Jetzt machen wir hier von hinten wieder Angriffe. Einmal hier. Jetzt haben wir es drauf, Leute. Wieder von hier. Wir haben nicht mehr viele Trefferpunkte. Einmal so. Wir haben noch viele Drohnen, aber wir haben nicht mehr viele Trefferpunkte. Wenn der uns einmal erwischt, war es das, Leute. Ihn wieder wegschubsen. Wieder schubsen. Ich versuche mal zu drehen. Das war ja eine Idee von René eben im Chat. Ich versuche mal wegzudrehen. Ah, und nochmal hier. Das Schiff ist... Ja, Schiffe haben wir. Wir haben sie jetzt gleich. Ja! Boah, was für... Gott sei Dank! Was für ein befriedigendes Gefühl, wenn man erst scheitert... In zwei Anläufen es beim dritten Mal schafft, dann schmeckt der Sieg umso süßer. Großartig, das haben wir hinbekommen. Zauberhaft. Sehr, sehr gut. Neues Skill. Deep Concentration, dass man statt 10.000, 20.000 Drohnen einsetzt in so einem Cannonball-Angriff. Aber wir haben keinen Upgrade-Punkt mehr dafür. Ich würde gerne den Punkt hier holen, schaut mal. Aber 0 Punkte. Geht nicht, kann man nicht machen. Und hier machen wir jetzt weiter. Nochmal kurz mal der Hinweis darauf. Da bekommt ihr das Spiel. Bei Games Planet blende ich euch nochmal ein mit Community-Gutscheincode von mir auf YouTube. Textbeschreibung des Videos. Auf Twitch wird es gepostet. Mein Schwarm WB, so heißt der Code, über den man dann über meine Links die Deluxe Edition bekommen kann. Im Augenblick noch zum Preis der Standard Edition bis zum Release und dann noch was preiswerter. Dann gehen nochmal 5% in der Kasse runter. Nach Release bis Ende des Monats, bis zum 31.10. kostet die Deluxe-Version dann allerdings noch wirklich ein bisschen mehr wieder. Im Gegensatz zur Standard Edition. Aber auch so funktioniert der Code noch. Man kommt etwas abgezogen. Wir machen gleich weiter mit Drone Swarm. Und wir haben nachher auch noch die Entwickler zu Gast. Auch die werden sich dann in der YouTube-Playlist finden. Freue mich sehr drauf, die gleich willkommen zu heißen hier. Ja.